Mein Name ist Hermann Schaus, ich bin seit 2008 Abgeordneter im Hessischen Landtag und dort zuständig für Innenpolitik und Antifaschismus. Hessen hat ein Nazi-Problem und das ist über viele Jahre verkannt worden. Noch vor Jahrzehnten hat der damalige Innenminister und jetzige Ministerpräsident Bouffier behauptet, Nazis würden um Hessen einen großen Bogen machen. Die Sicherheitsbehörden spielen in Hessen eine besondere Rolle. Wenn man an den NSU-Mord in Kassel, an Halit Yozgat denkt, der jetzt 15 Jahre zurückliegt, dann spielte damals schon ein Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz, ein V-Mann-Führer, eine entscheidende Rolle und eine sehr dubiose Rolle. Und wenn man an Hanau denkt, dann haben wir das Problem, dass Notrufe nicht rechtzeitig durchkamen in der Nacht, in dem 9 Menschen in Hanau ermordet wurden bei der Polizei. Ein Problem, das seit über 5 Jahren vorher schon bekannt war. Und wenn es um NSU 2.0 geht, dann haben wir nach wie vor die ungeklärte Situation, dass es mehrere Abfragen in Frankfurt und in Wiesbaden von Polizeibeamten an Polizeicomputern gab, und diese Information dann in über 100 Drohschreiben wieder aufgetaucht sind. Und das ist immer noch ungeklärt. Janine Wissler hat mal von einem Nulpenverein gesprochen beim Verfassungsschutz. Dafür ist sie kritisiert worden, aber ich teile diese Auffassung voll und ganz. Unmittelbar nach den Morden in Hanau war die gesamte Fraktion am nächsten Tag dort, um zu kondolieren und ihre Trauer auszudrücken. Wir haben Kontakt zu den Familien, wir haben sie in den Innenausschuss eingeladen und dort einen dringlichen Berichtsantrag eingebracht, in dem der Innenminister und auch der Generalbundesanwalt Stellung nehmen mussten, um die drängenden Fragen, die die Familien hatten, zu beantworten. Wir stehen nach wie vor mit ihnen in Kontakt, in regen Kontakt und Austausch und versuchen sie nach Kräften zu unterstützen. Antifaschismus ist eine besondere Marke von uns und die muss auch herausgehoben werden, die muss auch herausgestellt werden. Die Zusammenarbeit mit den Initiativen, die Stärkung auch der Initiativen, der kritische Umgang mit den Behörden, das ist alles wichtig und ist alles notwendig. Und ich glaube, dass wir hier viel Erfahrung gesammelt haben, auch in den Parlamenten, im Umgang mit Polizei und Verfassungsschutz, und das muss sozusagen weitergetragen werden. Das ist unsere Verantwortung und unsere Aufgabe.